Hey meine lieben Freunde, willkommen zu einer kleinen Runde Minecraft Aura heute mit dem... Izzy, hi. Na Hallo. Leute? Na, hey. Hey zusammen. Alles gut bei euch? Oh, ich bin tot. Ich bin beleidigt. Ich hab deinen Part gesehen. Super Part. Super sehr, Part. Sehr, geiler Part, sehr, oder? Sehr geiler Part, oh bin ja. Ich jetzt der Pate? Ja. Perfekt. Hat er schon rausgeholt? Nee, genau. Denn, auch geil. Dario sagt zu Herr Bergmann, ja, Manu hat sich 10 Sand rausgenommen und meinte auch, jeder kann sich gerne 10 Sand rausnehmen. Was macht Herr Bergmann? Er nimmt einfach 27 Sand und schmilzt es zu Glas. Nein. Das hat er nicht getan. Hat er nicht gemacht. Dann noch eine wichtige Sache. Ich wollte dich nämlich direkt fragen, wie viel Sand ich nehmen kann. Ach so. Ja, nimm ruhig 10, Junge. Nimm ruhig 10. Und was ist mit dem Glas da? Nimm ruhig 10. Oh, meine Level sind immer noch... Oh, Mann, oh. Ich dachte, meine Level wurden mir gerade weggenommen, aber egal. Ganz wichtig. Das wird sonst einige sehr stark verwirren. Im letzten Part vor dem PvP-Event habe ich hier den Boden weggerissen. Und das war an einem, ich glaube, Mittwoch. Und 2-3 Stunden später war der Herr Bergmann so nett und hat mir irgendwie Stein rübergebracht. Einfach weil er nett ist. Und hat dann gemerkt, oh, da ist ja der Boden kaputt. Woher nicht das denn? Will da etwa jemand den Manuel töten? Und deswegen hat er das dann halt geschlossen und deswegen war das beim PvP-Event halt dicht. So, Freunde, das war die Aufklärung von GLP. Ja. Hi. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem Ganzen. Und es ist direkt hier ein Enderman, deswegen werde ich jetzt direkt wieder hochgehen. Ein Endermännchen. Ja, wenn der da sein will, dann lasse ich ihn da sein. Und ich mache dann ein bisschen Glas für meinen Zuhause-Bausi. Keine Ahnung, was ich mit 10 Sand machen kann, ob das jetzt so viel ist. Wahrscheinlich kann ich nicht mein komplettes Haus damit verkleiden, ne? Also es... Naja, es ist nicht so viel, aber damit kannst du bestimmt was richtig Dolles machen, Junge. Das riecht das Dolles. Glaube ich nicht. Ich klaue mir dann einfach noch mehr Sand. Merkt ja keiner. Ja. So, Puffy, habe ich auch dabei. Aber du hast auch ein paar spannende Fragen herausgesucht genau, auf Twitter. Die geballte Ladung Fragen habe ich. Mit Schronko Darada. Warte, verpiss dich. Runter mit dir. So. Ja, und zwar habe ich gerade eben auf Twitter mit dem Hashtag GLPizzle, das war ein L, Leute, ein L, gefragt, was ihr würdest du eher fragen, frag. Ja, und da lese ich jetzt einfach mal gleich etwas vor. Und zwar, bist du bereit, Izzy? Ich bin ready. Dein Body ist ready. Würdest du eher dein Facebook- oder Twitter-Profil löschen? Muss ich jetzt antworten? Ja, meinst du ich? Das ist eine schwierige Frage, weil... Ich sag jetzt schon mal eigentlich Twitter. Twitter löschen. Aber ich finde es schwieriger, auf Facebook so eine große Community zusammenzubekommen, als zum Beispiel auf Twitter. Auf Twitter Wie kann man immer das? Viel posten, man hat immer so die ganze Zeit erlebt was und postet halt jede Kleinigkeit. Und auf Facebook hat man so das Gefühl, wenn man alles postet, dann fuckt das irgendwann die Leute ab und so. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtiger. Auf Twitter hole ich einfach alles raus. Ja. Und auf Facebook habe ich so das Gefühl, das kann man nicht so richtig. Woher kommt das? Das habe ich auch mental. Ist ganz komisch. Ich denke mir, dass... Also ich könnte jetzt nie einfach bei Facebook hingehen und genau dasselbe schreiben, was ich auch bei Twitter geschrieben habe oder schreiben würde. Ja, nur ganz selten, ja. Richtig, richtig komisch. Ich kann die Frage super locker easy beantworten. Ich hätte nicht mal ein Facebook-Profil, wenn YouTube nicht wäre. Also ich hatte vorher auch nie Facebook. Ja, mein privates Profil würde ich dann auch einfach löschen. Das wäre mir scheißegal. Das ist ja auch kein Problem, seine Freunde dann wieder zu adden oder so. Aber ich bräuchte mein privates Facebook-Profil auch gar nicht mehr. Nicht? Schreibe ich über WhatsApp oder so? Nö, das ist mir vollkommen egal. Ich meine jetzt nur hier für YouTube. Oh nein, ich Idiot. Was ist passiert? Kannst du mal eben Weizen abbauen? Ja, habe ich gerade schon so ein bisschen. Bisschen? Wie? Noch mehr oder was? Ja, alles, ich alles. Ich habe Brot gemacht. Oh Mann, okay. Ja, das hilft halt, weil wir gerade, wie heißt es? Ja, die Kühe. Willst du mehr Kühe? Genau, die Kühchen ficken lassen. Und wenn du mal eine Kuh siehst, ne? Also jetzt so neben dir oder so, die ihr dann erwischt, dann kannst du die auch gerne töten und das Leder dann mitnehmen. Das stört ja einfach nur, wenn die da irgendwie rumlaufen. Wenn die einfach leben. Okay.
So, und das mit runterschubsen? Ja, nee, dann lass sie lieber. Dann lass dann sie lieber lassen, eigentlich. Ne? Also ein Schaf ja, aber eine Kuh nicht unbedingt. Okay. Nee, dann mache ich das auch nicht. Würdest du mit 30 Jahren noch YouTube weitermachen? Ach, die ist wieder an mich jetzt. Ja, ja klar, ich frage dich. Jetzt hier alle an mich oder was ist das, nee, ein Interview? Ich hab dir doch gerade auch beantwortet, was ist los? Okay. Hey, ob ich mit 30, was war nochmal mit 30 was? Hab ich damit aufhören würde dann, mit 30? Nein, ob du dann immer noch, ja, YouTube machen würdest. Klar, wenn das doch jemand gucken würde, wenn das keiner mehr gucken würde, dann wüsste ich nicht, warum ich das noch weitermachen sollte. Aber warum denn nicht mit 30? Vielleicht mit anderen Themen, vielleicht ja, wobei man kann mit 30 halt auch immer noch locker Let's Plays machen, ne? Ja, macht Gronkh vor allem, auch und so. Alter, weißt du, Gronkh und mein Bruder, die sind ja 30, 35, 36, 37, die gehen schon auf für 40 zu. Geil. Oh ja. Geil. Alteisen. Und da frage ich mich, warum soll ich denn da nicht mit 30 noch weitermachen? Ja, es spricht ja nichts dagegen. Das ist dann sogar noch interessanter, denn dann kannst du immer deine alten Videos angucken. Über deine Rückenprobleme sprechen und so, ne? Über deine Rückenprobleme sprechen. Genau. Oh Mann, Alter, vor 3 Jahren war das noch nicht. Vor 3. Ja. Ja, ist doch cool. Mann, ich mach das jetzt ist ja absolut gar nichts. Was? Ich kann das jetzt noch irgendwie so craften, dass ich dass ich da so Scheiben habe, ne? Ja, ah ja, stimmt, geht auch. Wie geht das nochmal? Einfach nur eine Reihe, oder? Stück in der Reihe, also 3 und dann nochmal 3. Ach so. 3 frei, 3 rein, 3 rein. Dann verstehst du. 16 Glas, ich bin ein reicher Mann. Nee, aber es spricht ja nichts dagegen, das noch weitere 10 Jahre zu machen, wenn man es jetzt schon so lange macht. Überhaupt nicht. Macht ja, ich bin mir auch ziemlich überzeugt davon, dass es dann immer noch Spaß macht. Ja, klar. Sind ja andere Projekte, andere Spiele. Ich werde auch noch in 30 Jahren Spiele spielen, falls ich noch leben sollte. Und bei mir ist es dann vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sind es dann nicht mehr Let's Plays, sondern man macht halt irgendwas anderes, was vielleicht für die ältere Zielgruppe ist oder so. Keine Ahnung. Muss naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es hier für die jüngere Zielgruppe gedacht ist, alles. Ja gut, aber so typische Sachen. Dann gibt's bald Izzys Kochshow. Ah, genau. Denn ihr müsst wissen, sobald ihr so ungefähr 20, 25 werdet, interessiert ihr euch nicht mehr für nur Spiele und Let's Play, sondern auf einmal, Alter, das kommt wie so ein Schlag, auf einmal wollt ihr nur noch jemanden kochen sehen. Ihr wacht morgens auf und denkt euch, irgendwer muss jetzt kochen und wenn ich die Glotze anmache. Oder YouTube oder so. Irgendwer muss jetzt kochen. Oh ich Mann. Ich definitiv nicht, also muss ich mir Videos darüber voll angucken. Ach, Schnitzer. Schnitzel. Soll ich mal die nächste Frage vorlesen? So machen, kannst du? Du willst nur, dass ich anfange mit beantworten. Ja. Würdest du, wenn deine große Liebe YouTube nicht als Job akzeptiert, dich von ihr trennen? Schreibt die Annie _1610. Naja, ich meine, jetzt erzähl ja mal, Anfang, würdest du dich von deiner großen Liebe trennen? Also von dir. Kann man ja so jetzt. Ja, genau. Würdest du dich von mir trennen, wenn ich dein YouTube-Zeug, was du da machst, was ich auch ziemlich lächerlich und scheiße finde, wenn ich das nicht akzeptieren würde? Naja, wäre ein ziemlicher Fail, wenn die Person schon von Anfang an davon weiß und dann auf einmal rummeckert. Alleine das wäre ja schon... Das, ja, vielleicht stört sie dann schon irgendwann der Lifestyle. Der Lifestyle? Du meinst, dass ich jeden Tag in den Club gehe und ein paar Bitches aufreiß? Das ist der YouTube-Lifestyle, ja. Ich dachte, das wäre jetzt einfach so der allgemeine Manuel-Lifestyle. So. Ja, da hast du dich vertan. Oh. Alter, deren Ernst, diese, ne? 10 Glas oder 16 Glas jetzt, die bringen mir einen Scheiß. Ja, ich weiß, es bringt einfach gar nichts. Ich meine, Diamantspitzhacke ist gleich kaputt. Das ist doch nicht wahr. Wir haben doch so viel Sand. Guck mal, der Pixelwolf hat doch auch sein ganzes Haus doch voll Glas. Aber der hatte das PvP-Event dann gewonnen und Sand wieder zurückgegeben. Weißt du, ich hatte ja eine Umfrage gestartet, also nicht jetzt für euch, sondern intern, wo nur 4 Leute mitgemacht haben, warum auch immer. Ich habe gefragt, brauchst du Glas? Ja? Ich habe ja gesagt. Und ich habe ja gesagt. Es waren, ich glaube, 2 Leute insgesamt, die ja gesagt haben. Also ich gehe davon aus, Herr Bergmann braucht Glas, du brauchst Glas, Taddel braucht Glas, falls er irgendwann nochmal das Spielen entdecken sollte. Und ja, also eigentlich kann man sagen, jeder kann 30 nehmen. Nein, oder? Nee, ne? Nein. Du stirbst nicht, oder? Nein, ich sterbe nicht. Aber ich wollte eine Kartoffel essen, hab dabei mein Mausrad berührt, bin rübergescrollt und hab einen Glasklotz jetzt hier. Oh, Alter! Also hast du jetzt gerade ein Viertel Sand verschwendet, kann man sagen. Ja.
Oh. Das wollte ich nicht. Ich wollte mir eigentlich gerade noch einen Sand nehmen, weil dann hätte ich vielleicht sogar meinen Balkon noch fertig bekommen. Du kannst mir doch nicht erzählen, wir haben hier drin, ja? In dieser Kiste, haben wir 64 plus 54. Eigentlich haben Sand. Wir noch mehr. Also ich verstehe gerade gar nicht, wo das... Also klar. Wer soll denn das alles benutzen? Das ja, kannst keine du Ahnung. Mir doch nicht... Nimm einfach, gib du, mir den Sand! Alter, dass du insgesamt 30 hast, okay? Insgesamt? Nimm einfach jetzt, dass du insgesamt 30 hast. Ja, insgesamt. Also, mit dem, was du gerade schon verbraten hast, ist ja klar. Also, darf ich mir noch 20 nehmen? Oh ja, nehme ich mir dann jetzt auch einfach. Die Leute haben ja nicht abgestimmt, also laut der Abstimmung wollen nur zwei Leute Sand. Also, können wir eigentlich einen Stack jeder nehmen, ist doch wie cool. Wie ist das denn? Den Block schenke ich dir, der da sitzt. Der sitzt nämlich da, den nennen wir Freddy. Da. Freddy, der Glasblock. Der versteht sich auch richtig gut mit dem halben Blockman. Das sind Best Ach Friends. So. Freddy, der Glasblock und der halbe Blockman. Ach, der gute alte halbe Blockman. Vielleicht ist er das auch und tarnt sich nur als ganzer Blockman. Als ob. Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Nee. Ich kenne ihn ja ganz gut. Das möchte. Nee. Ja, jetzt eins. Achso, ich hab jetzt so viel hier von dem Gerät abgebaut namens Weizen. Soll ich damit jetzt Kühe vermehren? Ja. Okay, warst du viel Junge? Du hast die Frage noch nicht beantwortet. Ja, hast du auch nicht. Doch, hab ich. Du hast gesagt, ja, das geht ja eigentlich das, gar ja, nicht, eben, weil hab, die ja, müsste richtig. Das dann eh wissen. Das, ja, aber das soll ich jetzt sagen, doch, doch, das geht und ich würde dann... Oh Gott, ich hab die... Ich back die Kartoffeln gar nicht, fällt mir gerade auf. Ich Idiot. Ja, okay, dann... Weißt dann du, ich kann ja genau das Gleiche für den, sagen. Für den völlig unrealistischen Fall, was gar keinen Sinn macht, weil wie gesagt, die Person weiß es ja dann direkt von Anfang an. Sagen wir einfach mal, die findet das plötzlich, weil sie morgens aufgewacht ist, 25 geworden ist, dachte die Mann... Alter, ich finde das so scheiße. Der soll jetzt kochen. Dann, anstatt Let's Plays machen. Dann würde ich nicht dafür meinen Beruf und mein Hobby aufgeben. Never. Das Ding ist halt, das darf man halt auch nicht. Also erstens, eine Liebe, die nicht den Beruf akzeptiert, die kannst du ja sowieso knicken. Die nicht das akzeptierst, was Na, du machst, das macht ja gar keinen Sinn. Da würde ich aber auch differenzieren. Also wenn jetzt zum Beispiel so einen Beruf hast, wo du Stuntman alle zwei oder so, Tage verreist. Achso, okay. So war zum Beispiel, okay, da verstehe ich's dann. Das ist ja wieder ganz anderes. Aber sonst. Aber mir ist dazu gerade noch was eingefallen, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Sehr gut. Hauptsache nochmal erwähnt, ne? Aber achso, genau, jetzt weiß ich's wieder. Das ist ja auch so, dass so eine Liebe, da weiß man ja nie, wie lange die hält, ne? Das kann man ja einfach nicht fest sagen. Und jetzt stell mal vor, du hörst dann auf mit deinem Beruf. Vor allen Dingen, wenn du jetzt stell mal vor, du willst mit YouTube aufhören, hast dann da deine Freundin 2 Jahre, hast dann aber deinen Beruf nicht mehr, dann geht das auseinander, ja, und dann fängst du wieder mit YouTube an und sagst, Leute, ich bin wieder da. Sie ist weg und alle, yay! Die Fotze ist weg, jetzt geht's los. Siehst du, das ist ja, kann man einfach nicht bringen. Bruder, geht nicht klar, ja. Geht nicht klar. Ey, alter Junge, das geht so überhaupt nicht klar. Junge, die Fotze kann direkt gehen. Ja, was mit der nächsten Frage eigentlich? Hast du die Zeit im Blick? Ich glaube, wir schaffen nur noch eine höchstens, oder? Oh, ja, höchstens. Das stimmt. Alter, hä? Haben die sich hier? Ja, geil, wir haben eine Tierfarm in der Hölle. Die sind alle einfach da reingelaufen. Wie geil ihr seid, was ist los hier? Echt, sind da jetzt ein paar am Stizzi, oder was? Am Stitzel. Cool. Was war das für eine Lache? Keine Ahnung. War irgendwie ein Tumor von dir. Alter, wie schnell kann geil, ich den wenn ich alles aus Glas abbauen? Habe. Leute, wie geil. Wie geil ist gleich mein Haus? Alter, ich baue mir jetzt ein Haus aus Obsidian. Da verstecke ich mich im PvP-Event. Wie nennst du das dann? Nichts mehr. Obsidian. Das muss deinen Namen haben. Hops. Haus. Hop. Hopsi-Hausi. Hopsi-Hausi, ja. Hopsi-Hausi, ja, perfekt. Wenn das nicht passt, dann weiß ich es auch nicht. Passt mal auf, Leute. Ich bin jetzt noch richtig krasser Bursche. Damit hat keiner gerechnet. Izzy, komm her schnell. Bist du in der Nähe? Nein! Ich hab gleich ein Loch im Haus. Ich bin in meinem Haus. Wo bist du? Das sieht jetzt nicht unbedingt schön, obwohl es hat irgendwie Style. Aber so kann man da einfach nichts mehr zerstören darüber. Das ist mir aus Versehen passiert und da dachte ich mir, ach, da kann man ja einfach mal Obsidian nehmen. Wo bist denn? Ist egal, der Zug ist abgefahren, Junge. Was? Ich bin jetzt extra hier hingelaufen, da bist du ja. Ja, nein, da guckst du dir doch an. Direkt hier die Steine über dem... Alter, genau, lauf durch mich durch. Immer gut, immer gut. Hier, hier Obsidian. Siehst du? Ja. Schön, ne? Ende, das war's. Was bringt das? Hä? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, dass du mir das zeigen wolltest. Doch.
Kannst du mal bitte klatschen, wieder? Nee. Nee. Ach genau, für die das, anderen Sachen klatscht denn, ja, aber ich klatsch nicht. Gar nicht mehr, gleich klatscht es. Oh, aber ja. Keinen Beifall hier, um den übertrieben krass coolen Spruch nochmal rauszuhauen. Oh, den ich ja über alles schätze. Oh man, ja. Ja, erzähl. Wir schaffen keine Frage. Nee, mehr. Nee. Können wir knicken. Ich würde auch sagen, ihr bewertet unsere Parts. Das würde ich auch sagen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Oh, das wird gut. Ja, das wird richtig toll. Take this easy, nehmt das Leben nicht zu ernst. Gebt den Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Juhu, yeah, ciao.